OpenAI hat gestern in Deutschland die individuellen GPTs veröffentlicht. Und ich zeige dir in diesem Video, warum das so genial ist. Denn du kannst jetzt deinen eigenen GPT trainieren mit deinem eigenen Wissen. Und du kannst dir dadurch einen Assistenten erstellen, der basierend auf deinem Wissen oder auf einem sehr speziellen Wissen dir Antworten liefern kann. Stell dir mal vor, du hast neue Mitarbeiter, die du einschulen oder onboarden willst, und die brauchen erstmal ja das ganze Wissen, was du hast. Beispielsweise, wenn du einen neuen Kollegen, der dich unterstützen soll, bekommst, der wird dich ja am Anfang 50.000 Fragen stellen. Und damit er nicht mit jeder Frage zu dir kommen muss, könntest du ihm so ein GPT-Bot zur Verfügung stellen mit deinem Wissen und er erstmal ihn befragen soll, bevor er dann mit der Frage zu dir kommt. Ich habe gestern schon zwei solcher GPTs gebaut und ich bin absolut überwältigt von dem, was das Ding jetzt kann. Ein Bot ist zum Beispiel mein persönlicher Assistant im Content Creation Prozess. Ich habe ihn damit trainiert, welche Content Assets bei mir funktionieren, welche Blogbeiträge bei mir funktionieren, was bei YouTube sehr gut funktioniert hat, welche Tweets bei mir sehr gut funktioniert haben. Und ich kann den Bot jetzt fragen, was könnte mein nächster Tweet sein, der viele Aufrufe und viel Engagement erzeugt, sodass ich einfach mein Ideenfindungsprozess das jetzt vom Bot unterstützen lassen kann und der Bot mir Themen vorschlagen kann, die definitiv bei euch auch gut ankommen. Aber lass uns jetzt zusammen einen eigenen GPT bauen und ich zeige dir, wie einfach das Ganze möglich ist. Doch zuerst einmal einen Kaffee. Ja, wie du sehen kannst, hat sich die Oberfläche von ChatGPT ein wenig verändert. Du hast hier oben links jetzt deine bereits erstellten GPTs und insgesamt hast du hier bei GPT-4 jetzt alles in einem. Du kannst Dolly und das Browsing und die Analyse nicht mehr einzeln auswählen. Es ist jetzt alles in einem Chat multimodal. Aber darum, wo es heute geht, ist dieser Explore-Button, und wenn du den drückst, kannst du hier einen neuen GPT erstellen, und hier sind wir schon im Erstellungsprozess. Hier kannst du jetzt mit deinem neuen GPT chatten bzw. ihm Aufgaben geben. Und hier kannst du ihn dann testen. Ich baue dir hier heute beispielsweise einen Bot, der zu dem Schnittprogramm DaVinci Resolve alle Fragen, die ein Newbie haben könnte, sehr schnell beantworten kann. Dazu habe ich bereits im Vorfeld schon seit einer längeren Zeit mir Videos für DaVinci Resolve gesammelt, die gerade für Anfänger und dann etwas fortgeschrittenere sehr gut geeignet sind, um sich mit DaVinci Resolve vertraut zu machen und alle Funktionen da drin kennenzulernen. Jetzt könnte ich jedes dieser Videos in einen Transkript verwandeln. Dazu muss ich tatsächlich ein bisschen manuell vorgehen und mir die URL dieser ganzen Videos erstmal kopieren. Und dann habe ich mir ein Skript gebaut, welches mir die Transkripte der YouTube-Videos immer selbst ganz einfach rausholen kann. Ich muss hier einfach das Ding starten, die URL eingeben und dann die Sprache auswählen, und schon habe ich das Transkript hier in einer Datei gespeichert. Falls du Interesse an diesem Skript hast, ich verlinke dir das in der Beschreibung des Videos. Und so gehe ich dann Video für Video durch und hole mir die Transkripte der Videos. Das ist nichts Verkehrtes, das funktioniert tatsächlich über eine Google API. Hier mache ich also nichts Verbotenes. Das kann und darf jeder für sich tun. Und so gehst du dann einmal komplett durch. So, jetzt habe ich die Videos exportiert und die Transkripte fertig. Und jetzt kann ich hier einen Chatbot für mich bauen. Ich fange immer damit an, so wie hier der Bilder das sagt, mache mir einen.
Und wir wollen einen, erstelle mir einen virtuellen Coach für DaVinci Resolve. Ich gebe dir Wissen zu DaVinci Resolve in Form von YouTube-Videotranskripten. Du lernst daraus und lieferst mir Antworten auf Fragen zum Schnitt, Bedienung und Tipps. Antworte stets kurz und präzise, es sei denn, ich frage dich nach einer detaillierten Antwort. Du musst hier nicht den perfekten Prompt hinmachen, weil du kannst stetig und immer wieder neue Informationen hinzufügen. Das heißt, wir bauen hier uns erstmal einen kleinen Bot, der quasi so ein Grundwissen aufbaut, und später kannst du weitere Informationen hinzufügen, Korrekturen hinzufügen oder auch andere Aufgaben geben. Und wir laden jetzt hier zusätzlich noch die Dateien hoch, die ich gerade exportiert habe. Jetzt habe ich die paar Transkripte, die für mich wichtig waren, hier hochgeladen und erstelle nun diesen Bot. Es dauert jetzt ein bisschen. Jetzt tunt er meinen eigenen GPT. Irgendwann mal ist er dann fertig und sagt, dass er das Ganze jetzt für mich machen wird. Der stellt jetzt ein paar Rückfragen, die er noch braucht, macht jetzt mit Dolly 3 ein Profilbild für den Bot. Ich kann jetzt sagen, dass ich das Ganze mag und das Profilbild jetzt wunderbar ist. Du siehst hier, dass er bisher immer nur auf Englisch geantwortet hat. Jetzt kann ich ihm natürlich sagen, dass er auch immer auf Deutsch antworten soll. Und jede Information, die ich ihm hier reingebe, die wird er dann für später benutzen in meiner Ausgabe. Jetzt kann ich ihm noch sagen, dass der GPT-Bilder auch auf Deutsch interagieren soll. Jetzt spricht er auch so mit dir beim Bauen des Bots. Und wir können jetzt schon das Ganze abspeichern und schon einmal ausprobieren. Jetzt haben wir hier einen neuen Button, den können wir jetzt einmal verwenden. Und hier habe ich schon meinen privaten Bot. Und ihm kann ich jetzt Fragen stellen. Eine Frage könnte zum Beispiel sein, die sehr häufig vorkommt: Wie kann ich Musik an meine Stimme anpassen, sodass die Musik automatisch leiser wird, wenn ich spreche? Ja, und was soll ich sagen? Das Ding klingt wie ein Profi. Genauso ist es quasi in den Videos beschrieben, die ich hier als Input reingegeben habe. Wenn du jetzt einen neuen Input bekommst und mit in deinen Bot einbauen möchtest, gehst du hier einfach auf Edit GPT und kannst dich hier weiter mit denen unterhalten. Du kannst jetzt zum Beispiel auch die URLs der Videos hier reinspeisen, und damit der Bot auch weiß, wo das Video herkommt und gegebenenfalls dir auch eine Referenz geben kann. Ich nehme hier die URL der Playlist und schmeiß dir einfach hier mit bei GPT rein und ich sage dem, hier sind Videos, aus denen die Informationen stammen, nutze sie als Referenz für detaillierte Nachfragen, wenn ich dann zum Beispiel irgendwas nicht finde und er, oder wenn ich dann nicht genau weiß, wie ich es machen soll und er mir dann ein Video vorschlagen soll, in dem das genau beschrieben wird. Wichtig dabei ist, dass hier bei Configure eingeschaltet ist, dass der Webbrowsen kann und dass der einen Code Interpreter einschalten kann. Dann schickst du das Ganze ab und habe jetzt damit mein GPT noch ein wenig schlauer gemacht, und jetzt kann ich auch direkt fragen, in welchem Video kam das und das vor. Jetzt muss ich hier nur noch auf Update klicken und kann dann in meinem Chat weitermachen und andere Fragen stellen. Wichtig ist jetzt, dass du einen bestehenden Chat, nachdem du dein GPT abgedatet hast, nicht mehr weiterverwenden kannst, denn die neuen Informationen sind in diesem Chat nicht enthalten. Das siehst du hier unten. A new version of GPT is available. Du hast gerade deinen Chat abgedatet oder dein GPT abgedatet, und ein alter Chat kann nicht mit der neuen, mit dem neuen Wissen verwendet werden. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich einen neuen Chat aufmachen, und dann hast du auch das neue Wissen da drin.
Wir können das ja einmal testen, ob jetzt mir wirklich das Video gegeben wird. In welchem Video wird das Audio-Ducking in DaVinci sehr gut erklärt? Jetzt sucht er in seinem eigenen Wissen, was ich ihm gegeben habe. Jetzt hat er mir hier die Video-ID gegeben. Schauen wir mal, ob er jetzt auch diesen kompletten Link geben kann. Jetzt habe ich den kompletten Link und schauen wir mal, ob das tatsächlich das Video ist, was ich denke. Ja, das ist das Video von Andreas Ab und das ist wirklich sehr, sehr gut, was das Thema angeht. Somit habe ich jetzt einen GPT-Bot für mich gebaut, was auf einem speziellen Wissen basiert und ich jetzt für beispielsweise neue Mitarbeiter nutzen kann, die mich beim Schnitt unterstützen soll. Und das Schöne daran ist ja, dass ich hier nicht mal Copyright-Verletzungen begehe, weil ich die Originale mit eingebunden habe, die ich bereits als gut befunden habe und mir jederzeit die Referenz auf das Original geben lassen kann, sodass auch die Originale von dieser Anleitung profitieren. Ich würde ja sonst auch so fungieren, dass die Fragen an mich gestellt werden und ich sage, ey, pass auf, da habe ich ein gutes Video, ich schicke dir das mal. Jetzt kann ich diesen Zwischenschritt ersetzen und die Leute diesen GPT fragen lassen und wenn sie dann genau wissen wollen, wo das Ganze zu finden ist, was der gerade ausgibt, dann bekommen sie auch gleichzeitig einen Link dazu. Ja, du hast jetzt gesehen, wie einfach man mit der neuen Version von OpenAI ChatGPT eigene Bots bauen kann, die auf speziellem Wissen basieren, die nicht im Internet verfügbar sind oder die du selbst kuratiert hast und er sich nur auf diese Informationen beziehen soll, beziehungsweise mehr Details dadurch rausholen kann, als wenn er seine eigene Datenbank anzapft. Bedenke bitte, dass das Ganze noch eine Beta ist. Hier funktioniert bei weitem noch nicht alles. Und hier kann es auch zu gravierenden Fehlern in deinem eigenen GPT kommen. Das heißt, hier kann es sogar vorkommen, dass er das gesamte Wissen, was du ihm zur Verfügung gestellt hast, noch verlieren kann. Baue also noch nicht darauf. Sei nicht zu sehr enttäuscht, wenn da große Fehler passieren. Das ist nun mal so bei Beta-Versionen, die funktionieren noch nicht richtig. Aber wenn das Ganze demnächst mal richtig gut funktioniert, dann ist es ein mega Werkzeug, was du in deinem täglichen Leben einsetzen kannst. Stell dir mal vor, du hast neue Mitarbeiter, die du einschulen oder onboarden willst und die brauchen erstmal ja das ganze Wissen, was du hast. Beispielsweise, wenn du einen neuen Kollegen, der dich unterstützen soll, bekommst, der wird dich ja am Anfang 50.000 Fragen stellen. Und damit er nicht mit jeder Frage zu dir kommen muss, könntest du ihm so einen GPT-Bot zur Verfügung stellen mit deinem Wissen und er erstmal ihn befragen soll, bevor er dann mit der Frage zu dir kommt. Das erleichtert immens deine Arbeit und erleichtert für den neuen Mitarbeiter ganz easy an Informationen zu kommen, die nur Insider kennen. Ja, jetzt wirst du dich sicherlich fragen, wie ist das mit dem Datenschutz? Da kann doch jeder drauf zugreifen. Nein, der GPT ist tatsächlich nur für dich. Und wenn das Ganze aus der Beta raus ist, wird die Information auch nicht dafür verwendet, um andere GPTs zu trainieren. Das heißt, die Daten bleiben dann tatsächlich privat bei dir und gehen nicht in das Allgemeinwissen von ChatGPT. Hier kann ich dir noch keine Quellen dafür zur Verfügung stellen. Das ist, wie gesagt, in der Beta noch nicht so. Im Moment solltest du also definitiv keine sensiblen Daten dort eintragen. Aber so wie gerade gezeigt, irgendwelche Daten, die sowieso auf öffentlichen
Datenbanken oder auf öffentlich zugreifbaren Daten basieren, kannst du ja schon da mit reinfüttern. Hier gibt es unendlich viele Möglichkeiten, die wir da verwenden können. Und ich bin schon sehr gespannt, wie die Reise weitergeht. Schreib mir gerne in die Kommentare, wofür du deinen ersten Bot bauen möchtest und wie er dein Leben vereinfachen soll. Da bin ich wirklich sehr gespannt und vielleicht bringst du auch mich auf neue Ideen. Und wenn du noch Fragen haben solltest, schreib dir gerne auch in die Kommentare. Ich kann dann auch detailliert nochmal ein paar Fragen klären und auch im Video. Und wir können auch gerne diesen Bot, den wir gerade zusammengebaut haben, noch anpassen, wenn du da Ideen hast. Wenn ich den in eine bestimmte Richtung noch verändern soll, dann immer gern damit. Ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, ciao, tschüss.